Herzlich willkommen bei Gloomhaven mit Siscat. Ja, ich weine immer noch. Ich weiß, tut mir auch leid. Aber wir haben ja gesagt, wir machen dann auf jeden Fall den zweiten Charakter, den schicken wir auch in Rente. Das ist die Mewa. Die hier ist nämlich abhängig davon, wie viele Gegenstände die hat. Das heißt, wir müssen mit der jetzt kurz shoppen gehen. Und dann müsste die eigentlich auch automatisch in Rente gehen. Das Also ich heißt. denke, zumindest eine Sache konnte man doch ganz gut zeigen. Also die Ratze macht extrem viel Damage, wenn man sie zu spielen weiß. Genau. Die kauft sich jetzt noch einen Handgegenstand, einen günstigen. Einfach nochmal so ein Schild. Und dann noch eine Rüstung. Eine günstige, kauft sie sich die Fellrüstung. Ja, ist ja egal. So. Und damit ist sie fertig. Und die persönliche Quest ist abgeschlossen. Das heißt, ich muss jetzt für die Mewa den Ruhestand verkünden. Mewa hat ihre persönliche Quest erfüllt und ist nicht mehr gewillt, Ruinen voller Monster zu erkunden. Das ist die zweite Person. Och. Es hat lange gedauert, aber endlich hast du genug Ausrüstung zusammengetragen, um deinen eigenen bescheidenen Laden zu eröffnen. Das wollte die Ratze machen, okay? Jetzt brauchst du nicht mehr in Verliesen, um dein Leben zu kämpfen. Das überlässt du gerne den anderen. Du machst dich mit deinen Waren auf den Weg zu den Toren von Gloomhaven. Ein Teil von dir wird deine Söldnerkollegen vermissen, aber schon bald denkst du nur noch an dein neues Händlerleben. Sie werden schon jemanden anderen finden, der sich um ihr Inventar kümmert. Hey, war. Und wir haben den Quartiermeister freigeschaltet und einen Wohlstand bekommen. Da ist der Quartiermeister. Sehr gut. Was uns irgendwie abhanden gekommen ist, ist tatsächlich die Sunkeeperin. Die Ja. ist verschwunden. Und das ist sehr irritierend. Das wäre jetzt eigentlich auch der Charakter gewesen, den ich gewählt hätte. Warum auch immer sie jetzt wieder weg ist. Ja, das ist sehr merkwürdig. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ich kann das leider nicht erklären. Okay, dann kriegt aber der neue Charakter für mich, den ich dann spielen werde, wird natürlich Ragnarang heißen. Und da haben wir uns jetzt entschieden, dass das auch natürlich ein guter Söldner sein muss. Und dann nehmen wir natürlich den Quartiermeister, weil der ist extrem gut. Der Quartiermeister ist wirklich, wirklich extrem gut. Ja, dann wählen wir den mal. Und Ragnarang. Ich glaube, das habe ich richtig geschrieben. Ja, wir haben ja gesagt, wir diejenige, die unsere Folgen kommentieren, bekommen einen Charakter, den sie dann benennen dürfen. Und da wir bis jetzt nur einen haben, bekommt halt der Quartiermeister der erste. Der Ragnarang. So, Söldner erstellen und dann kriegt er natürlich noch eine persönliche Quest. Der muss vier Boss-Szenarien abschließen oder ein Szenario, in dem in jedem der folgenden Bereiche in Gloomhaven, Dolchwald, Siechensumpf, Wächtergebirge, Kupfernackengebirge und Nebelmeer. Ja, das ist schon ein bisschen. Die Frage ist, wie lange du denn spielen möchtest. Ja, okay. Dann schaltet er hier den Dingens frei. Wie heißt der? Elementarist. Und hier, glaube ich, auf der anderen Seite den Beschwörer mit dem Bär. Dem Beast. Beastmaster oder so. Die Ratze mit den Bären, meinst du, ne? Genau. Vier Boss-Szenarien. Oder überall. Also der Ragnarang, der ist bestimmt eher so Sturz der Giganten unterwegs, anstatt Elementarproben zu sammeln, oder? Ja, Vermutlich. der macht vier Boss-Szenarien. Ragnarang ist der Gruppe beigetreten. Herzlich willkommen! Okay, ja, dann. Ich hätte ja jetzt, wie gesagt, eigentlich gerne die Sunkeeperin genommen, weil das ein, wie ich finde, extrem
geil zu spielender Charakter ist. Es ist in Real Life auch tatsächlich mein Folgecharakter zur Spellweaverin gewesen und ich bin extrem glücklich mit dem Charakter. Aber da sie verschwunden ist, wird daraus nichts. Und ich versuche mich dann mal hier an der Ruferin. Würde allerdings behaupten, dass du die Termite dann ein bisschen umrüsten musst, weil diese Ruferin ist, wenn ich das richtig sehe, Supporter. Ja, schauen wir dann gleich. Dann hol sie erstmal rein. Ich bin dabei. Jetzt ist sie in ganz vielen Violetttönen gehalten, weswegen wir sie einfach Violet nennen werden. So besonders kreativ. Okay. Okay, also, was kann sie machen? Gucke mal. Helfende Hand, erlebe, wie zwei andere Charaktere ihre persönliche Quest abschließen. Das würde dann die weibliche Termite freischalten, was ich jetzt eigentlich nicht so sinnvoll finde, weil du die mit deiner Termite schon freischaltest. Ja, das ist ja egal. Okay, und das andere? Das andere würde ich dann spannender finden, weil ich glaube, da würde ich damit wieder den Sunkeeper freischalten. Ja, den schalten wir aber auch schon frei, ja, mit dem Barbar. Ist dann die Frage, wer schneller ist. Töte 8 Waldwichte, schalte dann das Szenario Vergessener Hain frei und beende es. Oh, das dauert lange. Mach lieber das andere mit den zwei persönlichen Quests. Okay. Sei denn, du willst sie lange spielen. Ich würde gerne danach auf die Sunkeeperin gehen. Ja, dann mach das mit den zwei persönlichen Quests. Also dann schaltet der Heinz die frei, ja? Ja. Okay. So, bin gespannt, wann bei mir auf dem Bildschirm was passiert. Jetzt müsstest du eigentlich ja, sehen. Ja, da ist er. Violet und Ragnarang sind gekommen und Meva und Aurelia sind gegangen. Ah, jetzt haben wir hier auch Zugriff auf das Stadtarchiv-Handlung. Da klicke ich jetzt mal drauf. You walk into the town records building and are immediately struck by how different it looks. Als ihr das Stadtarchivgebäude betretet, fällt euch gleich auf, wie sehr es sich verändert hat. Vielleicht liegt es nur am Licht, aber ihr habt den Eindruck, dass die Regale voller sind. Auch Dominik wirkt weniger verdrossen. Der bärtige kleine Mann kommt auf euch zu. Ah, wie gut, dass ihr wieder vorbeischaut, sagt er. Sicher wollt ihr weitere Taten eurer Freunde aufzeichnen. Ich gebe zu, bei unserer ersten Begegnung habe ich eure Beweggründe angezweifelt. Aber ich muss sagen, dass mir die Idee immer besser gefällt. Dominik klopft euch auf den Rücken und geht hinter die Theke. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet zu einem immer wichtigeren Teil unserer Gemeinschaft. Außerdem vermute ich, dass der Dank für die wachsende Büchersammlung zumindest teilweise euch gebührt. Er macht eine ausschweifende Geste, bei der seine Hände in den langen Ärmeln seiner Robe verschwinden. Es sind zwar zugegebenermaßen nicht die besten Bücher, aber immerhin besser als gar keine Bücher. Außerdem, sagt er leise lächelnd, hätte ich Zeit, an meinen eigenen Werk weiterzuschreiben. Dominik öffnet den Stapel Pergamente, an dem er arbeitet, und schiebt ihn zu euch rüber. Derzeit beschäftigt mich noch das Gesamtbild, aber ich sollte bald mehr Material haben. Ich dachte mir, dass ihr das vielleicht hören wollt. Die anderen Völker haben die menschliche Expansion zwar nicht immer begrüßt, doch derzeit sind die Beziehungen der Menschen zu ihren Nachbarn einigermaßen friedlich. Ein teurer Friedensvertrag mit den Valrati im Süden und eine Übereinkunft mit den bedeutendsten Indox-Stämmen haben zur Folge, dass die Gefahr momentan von allen, vor allem von den animalischen Ratzen ausgeht, die menschliche Städte oft ohne ersichtlichen Grund überfallen. Das Gebiet der Schwarmlinge meiden die Menschen größtenteils aus Angst und die Schwarmlinge verhalten sich ähnlich. Das gleiche gilt für die Savas, die in der unwirtlichen Gebirgsregion im Norden unter der Erde leben. Antriden und Quadrils stammen von fernen Kontinenten jenseits der Meere und scheinen Handel und kulturellen Austausch höher zu schätzen als Eroberung. Hier kann man sagen, die Quadril, das ist ja unser Tüftler, die Antrin, das war die Spruchweberin, ne? Ja, genau. Das war so eine Antridin, dann hatten wir jetzt gerade noch Menschen, der hatten wir gar nicht dabei, Indox war unser Barbar. Ist.
Ist Usa Der ist ja Baba. noch da, Ja, der ist ja nicht weg. ja. Und dann hatten wir noch, was hat man noch? Die Ratze war, ja, ist klar, das ist Simeva gewesen. Ja. And Ja, so, dann human jetzt die society Violet has gehört certainly zu den benefited Istern culturally from its interaction with other und races. der Many of the Quartiermeister most gehört zu beautiful den structures in Vairati. human civilization would not be possible without Somit rich hat die human Kultur der Menschheit influence. eindeutig The von den element of Einflüssen anderer mastery Völker of success profitiert. and the Viele der schönsten architectural Bauwerke der design menschlichen of the Zivilisation robots, wären ohne die Maschinen der the Quadriel, meditative die old Elementarbeherrschung, have even die influenced human Elementarbeherrschung der cognitive Savas und abilities, die though the architektonische followers of Kunst the der Vairati Walrati nicht still realisierbar dream gewesen. group who Die believe besonnen Vairati Antriden haben truly viele lies menschliche in the center Religionen of the capital, beeinflusst. Die watching Anhänger over der every großen Eiche, die centimeter fest daran glauben, of dass the ein mineral riesiger Baum im formation Herzen der Hauptstadt alle Menschen behütet, halten allerdings unverändert an ihren Überlieferungen fest. and while the human military keeps the Und während das civilization Militär der alive, Menschheit am Leben including the hielt, commerce with the die other Menschheit am races, Leben hielt, it war es ultimately allows eigentlich the der Handel mit civilization den to anderen Völkern, flourish. der die Zivilisation It aufblühen seems then, ließ. as the wilds grew Da die tamer, Wildnis immer zahmer the wurde, scheint cannibalization es, als sei away ein from Wandel von der militaristic militärisch zur towards kaufmännischen Herrschaft mercantile nur eine Frage rule der Zeit is all a gewesen. matter of Das verstehe theory. ich Like I nicht. Ich denke, wir said, haben I'm immer noch still die working on the broader Militärherrschaft, weil wir strokes, doch die dominant Jackie says. getötet haben. But my research has been Eigentlich providing schon. some interesting Es fehlen, information. wie gesagt, Well, noch it's all very vague jede at the Menge moment. Feinheiten, Any sagt further Dominik. medical Aber ich sources? habe bei Does meinen this Nachforschungen success schon viel hide Interessantes anything? herausgefunden. Noch ist alles sehr vage. Ich brauche zuverlässige Quellen. Die Heulgedichte der Savas reichen nicht aus. He takes back the book Er and nimmt das frowns. Buch wieder an sich und Savas verzieht wrote das Gesicht. worst poetry. Die Poesie des How Savas it ist seems grauenvoll incredibly und hard to wahnsinnig schwer zu translate. übersetzen. So, you want to start some Ihr wollt sort ein of Archiv aller literature Söldner of anlegen, all die the Gloomhaven lessons verlassen you've haben? moved Fragt on ein from bärtiger Gloomhaven. kleiner Mann, der Sure, euch finster Gideon anblickt. asks, Das but mutet ziemlich still. arrogant an, aber Sounds a meinetwegen, little hier liegt arrogant sicher to irgendwo me, noch but ein leeres Buch herum. he puts down his pen Er in legt deep, seinen earnest Stift in thinking. den He Foliant, steps out from an the dem er room, geschrieben steps hatte, out from und the tritt window, hinter die steps Theke im vordersten out. Bereich Comes des back in the room. Stadtarchivsgebäudes Don't hervor. steal anything. Bin gleich wieder da, steht in der Zwischenzeit nichts. He gets in one Mit more einem big weiteren strut finsteren Blick before wendet er sich turning ab and und geht walking nach towards the hinten, back wobei er door, mehrmals fast über nearly seine tripping on his viel zu lange book Robe all along the stolpert. road. Während er Multiple hinter times, einem der as he vielen sits Bücherregale down one of verschwindet, many nehmt ihr shelves das of books. Gebäude genauer in The Counter Augenschein. Town Records Das Building is a Stadtarchiv ist large, ein großes, circular rundes structure on Bauwerk the west im side of the Westen des building as it Münzviertels. enters. Die Built reichen as some Kaufleute museum ließen or es kind als of watch Statussymbol emerges. errichten. Wer Anyone es who betritt, actually wird schnell enters the erkennen, building dass is die riesige typically a Bibliothek massive leider library viel zu except leer for ist. some sections. Die Still, Abteilung über die teaching materials Lehren and und philosophy Philosophien der großen equipment Eiche are ist eine reasonably der complete. wenigen, die gut Many gefüllt of us have sind. just a In handful vielen of anderen books gibt es piled gerade mal up eine on the Handvoll barren Bücher shelves. auf langen, leeren Perhaps Regalen. this was Vielleicht why war some es of your einigen merchant eurer rivals as Kaufmannsfreunde rivals gerade attempted darum to wichtig, infiltrate the dass ihr das Town Records Stadtarchiv building in the aufsucht. first place. Wenn ihr die Recalling Tatenorergruppe that part aufzeichnet, of his werden diese expedition Hallen wenigstens etwas previously, with voller. this in mind, Bei diesen before he Gedanken turned an open book directly in front of fällt him euer Blick auf das upon offene the Buch, das table vor he's euch looking at. liegt, und an There are two dem texts der on Schreiber this table. gearbeitet hat. Auf der It Theke looks liegen as if zwei work was in Schriftstücke, process, und es perhaps scheint, als guided sei by der the Schreiber dabei library building gewesen, das itself. eine in das andere zu übertragen. Looking more closely, Doch bei however, näherem you'll Hinsehen notice erkennt the ihr, dass die titles are verschiedenen different. Überschriften haben. The complete book is Das titled The vollständige Buch Rise trägt den of Human Titel Der Aufstieg Civilization, menschlicher while the Zivilisation. Das other is andere titled heißt Die The Geschichte History of Gloomhavens, Gloomhaven notiert von by Dominic Dominic Scrimm. Scrimm. Euer Interesse ist geweckt und ihr Intrigued, lest you weiter. begin to read what he was writing. Ich bin Lust mehr zu lesen. Living out in the open was never Doch im easy. Freien zu leben war nie Fighting leicht. Die wars, Menschen führten traveling Kriege. amongst themselves, Schwung, kann das and sein? with other races, Ich habe keine such as Ahnung. the Valraths Bei to mir the steht south. jetzt, vor tausenden von Jahren Workshopping, krochen die however, Menschen aus ihren under Höhlen constant raids from the more und barbaric schlossen sich races of unter the world, freiem Himmel zu den ersten Pinox and Gesellschaften Burmese zusammen. tribes, Sie who bauten had no einfache concept Dörfer, of die peace nach und nach and zu den wanted only to ausufernden kill and Großstädten der destroy. heutigen Zeit heranwuchsen. Doch im Freien zu leben war nie leicht. Die Menschen führten Krieg untereinander und gegen andere Völker, beispielsweise die Vairati im Süden. Noch schrecklicher waren allerdings die andauernden Überfälle barbarischer Völker, Stämme der Inox und Ratzen, denen jegliche Vorstellung von Frieden fehlte und die nur auf Tod und Zerstörung aus waren. Walls were always Mauern waren necessary, ebenso nötig as wie were the bewaffnete armed men Männer, who die guarded selbige those bewachten. walls. So For wuchs this und reason, entwickelten the sich die menschliche civilization of man ruled Zivilisation and unter dominated militärischer territory was Herrschaft. basically. Die Gesellschaft wurde Those von jenen skilled in geführt, warfare die in der held the Kriegskunst highest bewandert positions waren. in society Sie machten es and sich governed zur from the Aufgabe, ihre perspective of Schützlinge keeping gegen their Angriffe charges von safe außen from abzuschirmen. outside attacks.
Dieses Regime der Stärke ließ die Menschheit zwar überleben, doch dabei kam ihre kulturelle Entwicklung zum Stillstand. So sehr es ihrer Zivilisation zwar an Kultur mangelte, breitete sie sich dennoch rapide aus und schon bald waren ihre Siedlungen nicht mehr auf den Norden des Kontinents beschränkt. Auf diese Weise gelang es den Menschen, Fuß zu fassen und zu gedeihen, sodass sie sich nie mehr in ihre Höhlenverstecke zurückziehen mussten. Am besten fängt man von vorne an, nicht wahr? Dominik steht mit einigen in Leder gebundenen Pergamenten vor euch. Die habe ich hinten gefunden. Sie sollten für eure Zwecke ausreichen. Aber wie ich sehe, seid ihr auch fündig geworden. Dominik schaut etwas mit den Füßen, während er euch die Pergamente überreicht. Für die meisten ist Gloomhaven nichts weiter als ein hinterwäldlerisches Kaff, sagt er leicht verbittert. Sie halten es für ein notwendiges Übel inmitten einer tödlichen Wildnis. Doch das sehe ich anders. Ich liebe Gloomhaven und finde, seine Geschichte sollte niedergeschrieben werden. Ich glaube, dass unsere Stadt eine viel größere Rolle in der Geschichte des Kontinents spielt, als den Leuten klar ist. Und ich werde es beweisen. Dominik wirft euch ein nervöses Lächeln zu, dann klemmt er sich die beiden Bücher von der Theke unter den Arm. Aber sie ist noch nicht fertig, noch lange nicht. Kommt später wieder, vielleicht kann ich euch dann mehr über die Geschichte erzählen. Das war viel. Okay. Ja, jetzt kann man hier nochmal in das Stadtarchiv gucken. Genau. Da sind jetzt zwei im Ruhestand, Aurelia und Meva. Ordentlich Schaden verursacht, das waren unsere beiden Damage-Dealer. Das war wirklich krass, oder? Guck mal, was die rausgekloppt haben. Ja, und die haben viele Gegner getötet auch. Ja. Aber die Ratze, die hat häufiger wirklich auch bis zum Ende durchgehalten. Schau mal, die hat insgesamt nur 4 Erschöpfungen. Ich habe dann ganze 11. Ja, ja. Ist okay. Finde ich okay, wie es gelaufen ist bislang. Gut. Dann müssen wir jetzt mehr oder weniger, wie ich sagen, lohnt es sich gar nicht mehr in den Dungeon zu gehen. Das heißt, wir rüsten jetzt am besten noch Ragnarang aus und die Violet. Richtig. Und dann können wir gucken, ich weiß nämlich jetzt gar nicht, müssen wir die beiden auf Stufe 1 beginnen? Nein, die müssten eigentlich auf Stufe 2 beginnen. Da steht aber Stufe 1. Ja, aber man kann jetzt einen Stufenaufstieg machen. Gut, dann lass uns das doch machen und die so vorbereiten, dass die in der Lage sind, in einen Dungeon zu gehen, ohne sofort zu krepieren. Ja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal einen Stufenaufstieg, weil wir können jetzt in Stufe 2 starten. Wir können sogar in Stufe 3 starten, weil wir Wohlstand Stufe 3 haben. Dann lass uns doch in Stufe 3 starten, oder nicht? Ich meine, dann hängen wir ja immer noch 3 Stufen dem Heinz und der Termite hinterher, ne? Ja. Okay, also, was hat der hier? Der Quartiermeister, der ist einer, der kann abgenutzte oder verbrauchte Gegenstände zurückgeben. Und das ist halt das sehr Starke an dem. Ein angrenzender Verbündeter kann alle seine abgenutzten Gegenstände erneuern. Alle! Das ist nicht verbrannt, okay. Also das ist einfach... So, und dann kann ich jetzt dazu packen, neu schmieden. Du oder ein angrenzender Verbündeter kann einen abgenutzten oder verbrauchten einhändigen Gegenstand oder zweihändigen Gegenstand erneuern. Das heißt, man hat zweimal den Starkbogen. Theoretisch. Das ist echt heftig. Oder bekomme bis zu 2 deiner abgeworfenen Karten zurück. Das ist auch... Also das ist... auch richtig krass. Und dann gibt es hier noch einen Angriff. Mit einer Wunde 1. Ja, das finde ich jetzt nicht so nett. Dann nehme ich lieber hier neu schmieden. Und der kann noch einen Stufenaufstieg machen, ja. Er geht jetzt noch in Stufe 3 direkt. Das heißt nochmal 2 Karten. Bekomme bis zu 2 deiner verlorenen Karten wieder. Der kann das auch machen. Oh, Angriff 5, Reichweite 3. Das ist schön, ja. Und das hier ist vielleicht auch nicht verkehrt. Schrift der Blitze. Also der hat ziemlich viele Supportkarten. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle erstmal auf den Angriff setzen. Schritt der Blitze. Ja.
Ein Angriff 5, Reichweite 3 ist ziemlich gut. Okay, das heißt, er hat jetzt Stufe 3 erreicht. Und dann gibt es die drei verfügbare Verstärkungen. Zwei durch den Stufenaufstieg und man kriegt einen für den letzten Charakter, den man in Rente geschickt hat. Das kumuliert, also das addiert sich auf. Das heißt, wenn man zwei Charaktere in Rente geschickt hat, kriegt der neue schon dadurch zwei Verstärkungen. Das heißt, ich nehme jetzt hier erstmal ach, der kann negative Gegenstandseffekte ignorieren. Das ist auch ganz gut. Das heißt, der kriegt die. Kriegt der die, dann wäre der eigentlich auch jemand, der eine Rüstung kriegt, ne? Ja, sicher. Ah. Ja. Ja, und dann nehme ich die Minus 1 raus und ignoriere negative Gegenstandseffekte. Sehr gut. Dann ist das schon mal ein bisschen besser. Dann kann man den gleich noch ausrüsten. Das machen wir dann aber offscreen. Jetzt darfst du. Ja, ich würde tatsächlich vorschlagen, das Ganze offscreen zu machen und das dann zusammenfassend zu erzählen, aus dem Grund, dass wir auch in Real Life diesen Charakter bislang noch nicht freigeschaltet hatten und ich mich deswegen jetzt hier erstmal so ein bisschen damit auseinandersetzen muss. Alles klar. Das hat jetzt dann doch ein wenig gedauert. Ich versuche aber mal irgendwie einen komprimierten Eindruck zu geben dessen, was wir jetzt hier getan haben und was dieser Charakter so alles mit sich zu bringen scheint. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich damit überhaupt gar keine Erfahrungswerte habe. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das, was wir hier gemacht haben, irgendwie klug ist für diesen Charakter oder nicht. Also erst einmal ganz grundsätzlich, der Charakter wird hier eingestuft als einer, der vom Schwierigkeitsgrad her im mittleren Segment ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe den jetzt hochgelevelt bis auf Stufe 3 und habe damit 11 Leben zur Verfügung. Das bedeutet also, ich bin jetzt in dem Bereich eigentlich wie die Termite von Anfang an, ne? Also das ist jetzt kein Charakter, der sofort stirbt, weil er so wenig Leben hat, aber gehört eben auch nicht zu denen, die da die meisten Leben haben. Ja, dann habe ich insgesamt 9 Karten jeweils zur Verfügung, die ich ausrüsten kann. Und ich habe das Starterdeck jetzt gar nicht so massiv verändert. Ich habe was mit reingenommen auf Stufe 3, eine Karte, mit der man einen Schleimgeist beschwören kann und einen Angriff mit der unteren Aktion machen kann. Und die zwei Karte habe ich tatsächlich erstmal gar nicht ausgerüstet, sondern ich habe sie mir nur mit in den Pool gepackt. Da habe ich mich dann entschieden für eine Karte, die eine Bewegungsaktion hat und mit der man seine eigenen beschworenen Kreaturen eine höhere Mobilität erlauben kann, sofern ein bestimmtes Element da ist. Ja, ich habe sie nicht ausgerüstet. Muss das jetzt hier erstmal so ausprobieren. Grundsätzlich ist es mit dem Charakter so, dass der Minimum 4 Kreaturen mit im Deck hat, die er beschwören kann. In dem Falle, in dem man beschwört, ist die Karte allerdings verbrannt. Das heißt, man muss sich das gut überlegen bei neuen Karten, die man nur insgesamt zur Verfügung hat. Und es gibt eine Karte, mit der man sich 4 verbrannte Karten zurückholen kann. Ja, dann schauen wir jetzt erstmal, ob ich damit hier so zurechtkomme oder nicht. Also meine Prognose ist, dass ich mich hier schwer tue mit diesem Charakter, aber das ist ja vielleicht auch nicht schlimm. Ja, wir werden uns grundsätzlich am Anfang wieder ein bisschen schwerer tun jetzt, weil wir halt die Charaktere nicht vollständig ausrüsten können mit 60 Gold. Ja, wir können ja nicht alle Gegenstände kaufen, die sie brauchen. Und die Verbesserung haben wir ja auch noch nicht. Das heißt also, die beiden haben jetzt Priorität Gold sammeln, damit die auch ein bisschen besser funktionieren. Weil es ist im Prinzip dasselbe Problem wie am Anfang des Spiels, nur dass wir ein bisschen weiter sind als ganz am Anfang.
Also wir starten halt auf einem anderen Level, ne? Ja, und ein bisschen mehr Geld. Aber ansonsten sind die Probleme identisch. Gut, und der Heinz, der wird sich jetzt noch den Schädelfluch kaufen, damit er dann auch seine Quest dann auch erfüllen kann. Das war's, das war nur ein kleines Update. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem nächsten Quest. Mach's gut, bis dahin und ciao.